Meine Damen und Herren, Das letzte Einhorn, ein typischer Weihnachtsfilm, ein Animationsfilm, der nicht nur im Englischen, also in der englischen Originalfassung, sondern auch in der deutschen Fassung, also in der deutschen Synchronfassung, sehr viele bekannte Stimmen hat, ist der zweite Film, den wir im Rahmen unseres Weihnachts-MOOCs, die Lawbusters Movie Edition, besprechen wollen. Wie immer haben wir auch ein nicht verräterisches Prop aufgestellt. Und wie immer, wenn Sie den Film noch nicht gesehen haben, dann hier eine große Spoilerwarnung. Spoilers from now on. Man muss dazu sagen, der Titel verrät schon einiges. Es geht wahrscheinlich um ein Einhorn und es ist wahrscheinlich das letzte Einhorn. Oder nicht? Man weiß Man es weiß es nicht. nicht. Ganz genau. Also das letzte Einhorn, der Originaltitel The Last Unicorn, ist eben ein Zeichentrickfilm von Jules Bass und Arthur Rankin Jr. aus dem Jahr 1982. Das ist jetzt schon satte 37 Jahre her. Ich weiß das, ich wurde im selben Jahr geboren und basiert auf einer Erzählung von einem gewissen Peter S. Beagle. Der Hauptdarsteller, am Anfang kommen im Prinzip nur Tiere vor, beziehungsweise ein Fabelwesen, nämlich das letzte Einhorn, ist eben ein anmutiges weißes Pferd mit einem Horn, das Einhorn im Titelgebende, das im immergrünen Wald lebt und dort in Wirklichkeit fern von jeder Sorge, fern von jeder Zivilisation existiert und dort seine Tage verbringt. Und es gibt eigentlich erst eine zufällige Begegnung mit einem Schmetterling, der das Einhorn auf andere Gedanken bringt. Das Einhorn hat sich nämlich nie über irgendetwas wirklich Sorgen gemacht. Es hat in den Tag hineingelebt und der Schmetterling selbst sagt dann nicht nur, dass er glaubt, dass es das letzte Einhorn ist, sondern dass er glaubt, er hat auch andere Einhörner gesehen und erzählt ihm eine Geschichte von einem König, dem König Haggard, der mit Hilfe eines mythischen, brennenden roten Stieres die Einhörner, alle Einhörner auf der Welt, bis auf dieses letzte Einhorn gefangen hat und nun in seinem Schloss irgendwo am Meer gefangen hält. Dort irgendwo in den Fluten, sagt der Schmetterling. Und das Einhorn verspürt da das erste Mal so etwas wie Einsamkeit und begibt sich auf die Suche. Vollkommen ohne Plan, begibt sich auf die Suche raus aus ihrem Wald, aus diesem geschützten Hort und begibt sich auf die Suche entsprechend nach den anderen Einhörnern, nach den Brüdern und den Schwestern. Und die erste Frage, die wir uns einmal stellen im Zusammenhang mit dem Einhorn, wie ist ein Einhorn rechtlich einzuordnen eigentlich? Bereits im ersten Film, Kevin allein zu Hause, haben Max und ich, also primär Max, etwas gesagt zur Rechtsfähigkeit. Und wir haben uns im Weihnachts-MOOC 2018 in dieser berühmten Folge, wo es um die Arya Stark gegangen ist, also Game of Thrones, haben wir uns auch sehr stark mit der Rechtsfähigkeit und mit der Geschäftsfähigkeit beschäftigt. Also quasi, wann ist ein Mensch ein Wesen im rechtlichen Sinne? Nun muss man sagen, dass Menschen wie Sie und ich, alle Menschen einmal grundsätzlich rechtsfähig sind. Wir sind Rechtssubjekte. Wir können Träger von Rechten und Pflichten sein. Alles andere, alles, was nicht der Mensch ist, mit kleinen Ausnahmen, sind Rechtsobjekte. Kleine Ausnahmen, Zwerge. Ganz genau. Unter anderem Zwerge, primär aber, also Zwerg fällt ja auch unter Fabelwesen. Ach so. Wir reden hier von den sogenannten juristischen Personen. Das ist zum Beispiel eine GmbH, eine Aktiengesellschaft. Ein Unternehmen, ein Verein. Da sagt man eben, aus wirtschaftlichen Gründen ist es sinnvoll, dass dieses Konstrukt, das nicht durch Geburt entsteht wie der Mensch, also als Rechtssubjekt entsteht, der Mensch an sich entsteht ja vorher und mit Tod endet, wie der Mensch, das eben geschaffen werden muss durch einen Rechtsakt, meistens durch einen Vertrag und dann durch einen Vertrag oder eine Willensübereinkunft wieder aufgelöst werden kann. Das sind eben GmbHs, Aktiengesellschaften, Vereine und so weiter. Das sind auch Rechtspersonen, Rechtssubjekte, aber wesentlich eingeschränkter. Nur der Mensch als Rechtssubjekt hat wirklich alle Rechte. Das ist beispielsweise nicht nur das Recht, Verträge zu schließen, Träger von Rechten und Pflichten zu sein, sondern auch Kinder zu adoptieren, zu heiraten, etwas zu vererben. Das sind drei Dinge, die zum Beispiel Firmen, also GmbHs, AGs an sich nicht können. Jetzt haben wir aber das Problem, dass das Einhorn eigentlich kein Mensch ist, sondern es ist etwas anderes. Vielleicht ein Fabelwesen, vielleicht ein Pferd mit einem Horn, vielleicht gilt es als Pferd. Jedenfalls, es ist einmal kein Mensch. Und das Gesetz sagt, alles andere, also alles, was nicht Rechtssubjekt ist, der Mensch oder juristische Personen, das sind Rechtsobjekte und an denen können Rechte und Pflichten begründet werden. Also quasi diese Kugel beispielsweise ist ein Rechtsobjekt und diese Kugel kann ich kaufen, ich kann sie verschenken, ich kann sie vererben, kann sie auch vernichten, theoretisch.
Allerdings ist es nicht ganz so leicht, wenn wir jetzt einmal annehmen, diese juristischen Freiheiten, die der Max bereits im ersten Video genannt hat, wenn wir uns jetzt einmal der Sache so nähern, dass wir sagen, naja, das Einhorn wird wahrscheinlich eher ein Tier als ein Mensch sein. Weil wir verbinden es letztlich mit einem Pferd und deswegen sagen wir jetzt einmal, es ist ein Tier. Und ein Tier ist keine Sache. Es gibt dann im Paragraph 285 ABGB, da steht drinnen, Tiere sind keine Sachen, sie werden durch besondere Gesetze geschützt, zum Beispiel das Tierschutzgesetz. Die für Sachen geltenden Vorschriften sind auf Tiere nur so weit anzuwenden, als keine abweichenden Regelungen bestehen. Das bedeutet, Tiere sind keine Sachen, es gibt besondere Richtlinien, aber dort, wo es keine besonderen Richtlinien gibt, werden sie wie Sachen behandelt. Paragraph 285, also ein Paragraph davor, regelt nämlich die Sachen. Sachen sind alles, was von einer Person unterschieden ist und zum Gebrauche des Menschen dient. Das wird im rechtlichen Sinne als Sache verstanden. Das heißt, ein Tier ist zumindest rechtlich gesehen etwas dazwischen. Also deutlich mehr wie eine Sache, aber eben auch kein Mensch. Gehen wir also davon aus, dass das Einhorn jetzt einmal rechtlich gesehen als Tier zu qualifizieren ist, dann kommt zwar der Tierschutz, das Tierschutzgesetz entsprechend zum Tragen, aber auch Sachvorschriften. Also wenn jemand zum Beispiel ein Tier tötet, dann ist es kein Mord, kein Paragraph 75 Strafgesetzbuch. Es kann aber gegenüber dem Eigentümer des Tieres eine Sachbeschädigung sein. Den Tierschutz lassen wir jetzt einmal außen vor. Gut, wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass das Einhorn, es kann ja übrigens auch sprechen, und zwar nicht nur mit Tieren, wie das in Fabeln so oft ist, wo Tiere untereinander sprechen, sondern es spricht auch in seiner Einhornform, sagen wir so, spricht es auch mit Menschen, zum Beispiel mit dem Zauberer Schmendrick, den es dann kennenlernt. Das heißt, es ist ein sprechendes Fabelwesen. Da tun wir uns mit der Einteilung Tier schon etwas schwierig. Das bedeutet, wir haben eigentlich im heutigen Recht keinen Begriff dafür, was ein Fabelwesen wäre. Egal was, ein Drache, ein Zwerg, Elf, Ork, was gibt es sonst noch? Fee. Fee beispielsweise, neue gute Serie. Oder eben auch Einhörner. Also alles, was, sagen wir mal, eine menschliche Intelligenz, eine menschenartige Intelligenz aufweist, da wissen wir zurzeit eigentlich nicht, wie wir das behandeln sollten. Hätten wir übrigens auch, wenn ich jetzt von Fantasy in Science Fiction wechseln darf, das Problem mit Außerirdischen. Also auch wenn Außerirdische landen würden, müssen wir uns zuerst einmal Gedanken machen, darf der überhaupt einkaufen bei uns im oder irgendwo anders? Wir bekommen kein Geld dafür, dass wir da irgendwelche Markennamen sagen. Ja. Das bedeutet, wir müssten im allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch eine neue Kategorie schaffen. Zum Beispiel, den schlage ich jetzt vor, den gibt es nämlich noch nicht, den Paragraph 285b, wo man dann sagt, Einhörner sind keine Sachen, sie werden durch besondere Gesetze geschützt und durch ihren Glitzer. Die für Sachen geltenden Vorschriften, soweit sie nicht auf Glitzer anzuwenden sind, sind auf Einhörner nur insoweit anzuwenden, als keine abweichenden Regelungen bestehen. Das wäre Paragraph 285 ABGB, wo dann plötzlich B, ja, nicht mehr Paragraph 285a, wo es um Tiere geht, sondern Paragraph 285b, danke, wo es dann um Einhörner gehen würde. Und das würden wir dann wieder analog auf Fabeltiere auslegen müssen, also das wäre durchaus kompliziert. Also soweit einmal ist einmal die Grundfrage, wie wäre ein Einhorn überhaupt rechtlich einzuordnen? Weil irgendwie müssen wir es einordnen. Aber es ist schon die Frage, ordnen wir es dann eher in Richtung Mensch zu oder ordnen wir es dann eher in Richtung Tier zu? Wo diese Diskussion übrigens jetzt ganz weit ab von unseren Weihnachts-Edition zum Beispiel massiv ist, ist mit künstlicher Intelligenz. Weil irgendwann einmal wird künstliche Intelligenz so weit entwickelt sein, dass man ihm vielleicht auch personenartige Rechte wird zusprechen müssen. Und diese Diskussion gibt es zum Beispiel bei den selbstfahrenden Autos bereits. Inwieweit ist wer für eine Software, die zu einem gewissen Grad, wenn auch nach Algorithmen, selbst Entscheidungen trifft, wie weit ist der verantwortlich? Nun, aber wenden wir uns wieder dem Film zu. Das Einhorn hat den immergrünen Wald verlassen und in seiner Naivität wird es dann gleich von einer bösen Hexe überrascht, die so einen Kuriositäten-Zirkus leitet und dort eingesperrt. Das Spannende daran ist, dass niemand das Einhorn als solches erkennt, bis auf diese Hexe. Also nur ein Wesen, das selbst über Zauberei verfügt, kennt ein Einhorn. Also wird dieses richtige Einhorn, damit es die Menschen nicht nur als Pferd sehen, sondern als Einhorn, mit einem falschen zusätzlichen Horn versehen und eingesperrt und zur Schau gestellt. Und da ist jetzt die Frage, also zwei, es ist dann eigentlich ein Zweihorn. Ein Zweihorn. Genau, geboren mit nur einem Horn. Geboren. Ja, das ist also die Randgruppe der Randgruppen. Genau, ein Wunder der Natur.
Ein Zweihorn geboren mit nur einem Horn. Ja. Auf jeden Fall wird es von dieser Hexe in diesem ziemlich versifften Zirkus eingesperrt, wo es dann eben auch diesen Zauberer kennenlernt. Das ist der Zauberer Schmendrick, aber zu dem später. Und wir müssen uns einmal fragen, was heißt dieses Einsperren überhaupt? Jetzt haben wir gesagt, naja, wir ordnen jetzt einmal dieses Einhorn eher dem Tier zu, nicht dem Mensch. Ein Mensch, da gibt es Freiheitsentziehung. Wenn ich jemanden einsperre, ohne dass der ausdrücklich darum bittet oder es einen gesetzlichen Grund gibt, ja, zum Beispiel Untersuchungshaft, dann ist das Freiheitsentziehung und das ist strafbar nach § 99 StGB. Jetzt ist aber ein Einhorn eben kein Mensch, sondern wir behandeln es jetzt für unseren MOOC, für unsere MOOC-Folge mal als Tier. Das bedeutet, dass es ja auch niemandem gehört. Es ist ja sein eigener Herr gewesen. Damit sind wir in der sogenannten freistehenden Sache. Es gibt für herrenlose Tiere keine eigene Regelung. Das bedeutet, oder nur zu einem gewissen Grad, das bedeutet, wir müssen wieder auf die Sachvorschriften zurückgehen und da gibt es die herrenlosen Sachen. Eine herrenlose oder freistehende Sache und diese darf man sich nach § 386 ABGB selbst entsprechend aneignen. Allerdings, und das sagt auch der oberste Gerichtshof in einem Urteil von 1984, wahrscheinlich durchaus auch bezogen auf das letzte Einhorn, die Quellen schweigen hier. Wir gehen davon aus, dass es eine Unterscheidung danach ergibt, ob es sich um eine wilde Gattung handelt oder um ein gezähmtes Tier, denn der § 383 und 384, da geht es um den, das ist wieder eine Sondervorschrift, da geht es um den Tierfang. Also ich darf mit der entsprechenden Berechtigung herrenlose Tiere einfangen, aber nur wenn es Wildtiere sind. Also müssen wir uns fragen, ist das Einhorn ein Wildtier oder eher ein Nutztier? Was würdest du sagen? Also für mich wäre es sehr kompliziert, mir das vorzustellen, dass ich zum Beispiel ein Einhorn vor einen Wagenspanne. Das ist ein Einhornwagen. Ein Einhornwagen. Auf der anderen Seite könnte ich mir aber vorstellen, dass vielleicht Einhörner auch fliegen können und ich würde sehr gerne von einem Einhorn fliegen. Dann ist es aber ein Pegasus-Einhorn. Pegasus, so wie unseres hier. Das hat ja auch genau, Flügel. Ich würde aber eher sagen, es ist ein wildes Tier. Also ein nicht ein Nutztier sozusagen. Nutztiere sind aus Sicht der Rechtsprechung Kühe. Genau. Klassisch diese auch wirklich gezähmten und gezüchteten Tiere, wobei auch Pferde darunter fallen können. Ja. Das Einhorn, obwohl es ein sehr sanftes Wesen ist, zumindest im Film, gehen wir jetzt einmal davon aus, dass es ein wildes Tier ist. Das bedeutet, die Hexe, vorbehaltlich allfälliger Jagdvorschriften, war grundsätzlich einmal berechtigt, es zu fangen. Also es war ein wildes Tier, es war ein herrenloses Tier, es ist also zu fangen. Das Problem ist aber, darf sie es behalten, darf sie es einsperren? Weil, wie wir wissen, im Film wird das Einhorn schlecht behandelt. Es wird in einen Käfig gesperrt und schlecht gefüttert, schlecht behandelt und so weiter. Und da gibt es einerseits zwei Sachen, nämlich einerseits das Tierschutzgesetz und andererseits speziell für Zirkusse das, und ich möchte das wirklich in seiner vollen Länge vorlesen, die Verordnung des Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen über den Schutz der Haltung und Mitwirkung von Tieren in Zirkussen, Varietés und ähnlichen Einrichtungen. Es ist dies die Tierschutz-Zirkus-Verordnung. Wir haben in Österreich eine eigene Tierschutz-Zirkus-Verordnung. Man lernt nie aus. Ganz genau. Ich habe das selbst bis zur Vorbereitung auf diesen MOOC nicht gewusst, wobei ich sagen muss, ich beschäftige mich relativ selten mit dem Zirkus. Einhörnern, ach so. Das auch. Zirkus. Ja. Auch relativ selten mit Einhörnern. Allerdings müssen wir nicht einmal so weit gehen und uns jetzt diese Haltungsvorschriften für Zirkustiere ansehen, denn es gibt bereits in § 27 Tierschutzgesetz, gibt es § 27 Absatz 1, da steht, in Zirkussen, Varietés und ähnlichen Einrichtungen dürfen keine Arten von Wildtieren gehalten oder zur Mitwirkung verwendet werden. So weit, so gut. Also keine Wildtiere dürfen in Zirkussen auftreten. Was ist ein Wildtier? Da sagt uns die Begriffsbestimmung im Tierschutzgesetz, § 4, Ziffer 4, Wildtiere, alle Tieren außer den Haus- und Heimtieren. Das bedeutet... Oder was ist dann mit einem Elefanten? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich habe mir das ehrlich gesagt auch nicht in der Tiefe angesehen, weil es geht ja um Einhörner. Ja. Und Elefantenmuck machen wir vielleicht nächstes Jahr. Eine Elefantenrunde dann quasi. Eine Elefantenrunde, ja. Ja, ganz genau. Da werden wir dann zu viert auftreten vielleicht oder so. Elefant mitnehmen. Ja, das auch. Mhm. Man wird da wahrscheinlich davon ausgehen müssen, dass das keine gefangenen Tiere sind, die im Zirkus verwendet werden, sondern dass das Tiere sind, die zwar irgendwann einmal gefangen wurden, aber jetzt wahrscheinlich über Generationen gezähmt wurden. Mhm. Also so quasi so, oh, ich brauche einen neuen Bären, passt, danke, ab in den Wald, Bär raus
und Zirkus wird es wahrscheinlich nicht spielen. Ja. Beziehungsweise muss man auch dazu sagen, sowohl das Tierschutzgesetz wie auch die, ich muss nochmal nachschauen, Tierschutz-Zirkus-Verordnung haben gewisse Vorschriften an die Haltung. Also es geht dann wirklich genau daran, wann müssen die gefüttert werden, was für einen Wohnraum haben die und so weiter und so weiter. Das bedeutet, wir können also davon ausgehen, dass die Hexe zwar grundsätzlich sachenrechtlich die Möglichkeit hat, das Einhorn zu fangen, wenn sie im Besitz einer Jagdberechtigung ist, aber spätestens an der Haltung im Zirkus wird das Ganze entsprechend scheitern. Das ist auch gut so. Ja. Wolltest du? Nein, nein. Sorry. Alles gut. Auf jeden Fall kann das Einhorn dann, wenn wir uns wieder dem Film zuwenden, lernt es den ungeschickten Zauberer Schmendrick kennen, der eher immer so durch Zufall schaut, was er jetzt gerade zaubert und kann auf jeden Fall entkommen, was auch zum Tod der Hexe führt. Und sie treffen dann im Wald auf Gesetzlose. Und diese Gesetzlosen, die sind so etwas nach dem Vorbild von Robin Hood. Aber da möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen, wobei man auch über die Rechtsfähigkeit und rechtliche Situation von Robin Hood einiges sagen könnte. Wie gesagt, vielleicht ein nächster MOOC. Wir haben ja noch einige MOOCs geplant vor uns, vielleicht in den nächsten Jahren. Wir bleiben nicht MOOCs, Mäuschen still. Dankeschön. Das war der Wortwitz des Tages. Wir bitten an dieser Stelle vielleicht ein paar Lacher dann hinunter, runter zu schneiden, wann das technisch möglich ist. Wann nicht, liebe Zuschauer, stellen Sie sich die Lacher jetzt einfach im Nachhinein vor. Spulen Sie zurück. Genau, jetzt vorstellen und dann Sie wissen. Aber weiter. Auf jeden Fall wissen diese Gesetzlosen, wo dieses Schloss des Königs Hagard steht, wo die Einhörner gefangen sein sollen. Man begibt sich jetzt zu diesem Schloss, das auf einer Klippe steht, und schlagen dort den Nachtlager auf, damit man am nächsten Tag dann zum Schloss gehen kann. Und man steht jetzt natürlich vor einem Problem, denn dieser König Hagard fängt ja Einhörner. Jetzt haben die aber ein Einhorn dabei, nämlich das letzte Einhorn. Und sie wollen natürlich nicht, dass dieses Einhorn auf seiner Suche nach den anderen Einhörnern gefangen wird. Also nutzt der Zauberer Schmendrick, nutzt seine Kraft aus und verwandelt das Einhorn in ein menschliches Wesen, nämlich in die Lady Amalthea. Namen höre ich auch nicht sehr oft. Amalthea. Das Spannende ist, zur Zauberei kann ich nicht recht viel sagen, die ist nämlich gesetzlich einfach nicht geregelt. Eine Gesetzeslücke. Eine deutliche Gesetzeslücke. Eine klaffende. Eine klaffende Gesetzeslücke. Also das ist wirklich ist ein großes Problem, muss man sagen. Das Spannende ist jetzt, was passiert jetzt? Jetzt ist vorher das Einhorn ein Fabelwesen, vielleicht Tier, und jetzt ist dann ein Mensch da. Wo wir aber wissen, es ist nur verwandelt worden. Es ist intellektuell gesehen die gleiche Person noch wie das Einhorn. Da ist dann die Frage, ist es jetzt ein Mensch oder nicht? Das ist fast eine philosophische Debatte. Allerdings muss man sagen, oder ich bin davon ausgegangen, es ist wahrscheinlich eine vollständige biologisch-körperliche Transformation gewesen. Mhm. Also habe ich gesagt, okay, in diesem Fall wird das Einhorn dann plötzlich als Mensch, als Rechtsperson existent, halt nicht ab Geburt, sondern ab Verwandlung, und ihm kommen dann Rechte und Pflichten zu, ein ganz normales Rechtsobjekt. Das bedeutet, sämtliche... Subjekt, Verzeihung. Rechtsobjekt. Also vorher ein Rechtsobjekt, danke, jetzt ein Rechtssubjekt. Objekt zum Subjekt. Ganz genau, ja. Und auf jeden Fall, es geht dann so weiter, man geht dann in das Schloss und dort stellt man sich dem König Hagard vor und es kommt dann im Film zu einer Liebesgeschichte, und zwar der adoptierte Sohn vom König Hagard, auf die Adoption möchte ich jetzt auch nicht näher eingehen, das ist der Prinz Lear, der verliebt sich in diese Lady Amalthea, und man sich auch dann wieder fragen kann, wie schaut das aus, wenn das eigentlich ein verwandeltes Einhorn ist. Aber wie gesagt, wir gehen ja davon aus, es ist jetzt ein Mensch, Träger von Rechten und Pflichten, also ist es auch kein Problem in irgendeiner Art und Weise. Und erst durch die auch sprechende Schlosskatze, die aber kein Fabelwesen ist, sondern halt ein sprechendes Tier, kommt man dann auf die Idee, dass man in den Keller geht des Schlosses, zu einem Geheimgang, und dort dann in die Höhle des roten Stiers kommt. Ein nicht sprechendes, aber auch ein Fabelwesen, das die Einhörner bewacht. Und es geht dann darum, dass man herausfindet, dass der rote Stier die Einhörner ins Meer getrieben hat, unter dem Schloss vom König Hagard, weil das Einzige, was dem König Hagard erfreuen kann, sind die Einhörner, die dort bei den Wellen gewissermaßen herumspielen und herumtollen. Das Gute ist, das Einhorn stellt sich dem roten Stier. Es ist auch in seiner menschlichen Gestalt Zauberei begabt, droht dann aber zu unterliegen und muss dann rückverwandelt werden und stellt sich dann auch als Einhorn dem roten Stier und kann den roten Stier wegjagen, wodurch die anderen Einhörner plötzlich dann eben nicht mehr so große Angst haben vor dem roten Stier und eben wieder zurückkehren aus den Wellen zurück in die Welt.
Das bedeutet. Das hast du schön gesagt. Danke, danke, danke. Mhm. Fragen wir uns also hier nochmal, wie sieht es jetzt mit den anderen Einhörnern aus? Die wurden ja auch gefangen gehalten. Das letzte Einhorn, sagen wir jetzt einmal, war ein Mensch, dementsprechend kein Problem, war recht subjekt. Die anderen Einhörner sind aber nie verwandelt worden, sondern die waren auch herrenlos und wurden dann vom Roten Stier als Werkzeug des Königs Hagard halt ins Meer getrieben. Durfte der König Hagard die Einhörner zulässigerweise im Meer halten? Das ist eine wichtige Frage, weil im Meer, das ist ja nicht der Zirkus. Beim Zirkus wissen wir schon, Zirkus, Wildtier, problematisch. Aber wäre es möglich und rechtlich zulässig, dass der König Hagard sagt, das sind Tiere, die sind herrenlos, die fange ich mir und halte sie artgerecht, obwohl es Landtiere sind, im Meer? Das ist die Frage. Antwort? Ja. Das kommt drauf an. Ganz genau. Hier haben wir nämlich § 5 Absatz 1 Tierschutzgesetz, da geht es um Tierquälerei allgemein. Und da steht drinnen, es ist verboten, einem Tier ungerechtfertigt Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen oder es in schwere Angst zu versetzen. Und das haben wir hier meines Erachtens. Die anderen Einhörner, die sind so verängstigt, dass sie im Meer leben, dort immer an der Küste herumtollen, sozusagen dort, wo gerade noch Land ist, mehr oder weniger, nicht im tiefen Meer, weil sie sich vom König Hagard oder vom Roten Stier so fürchten. Meines Erachtens ist das durchaus Tierquälerei. Und, was auch noch ganz wichtig ist, es gibt dann auch einen Absatz 2 des § 5, wo drinnen steht, insbesondere gilt als Tierquälerei, und da habe ich auch gesehen, insbesondere gegen Absatz 1, also gegen die allgemeine Tierquälerei, verstößt Ziffer 10, wer ein Tier Temperaturen, Witterungseinflüssen, Sauerstoffmangel oder einer Bewegungseinschränkung aussetzt und ihm dadurch Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwere Angst zufügt. Wie gesagt, also es sind jetzt keine Seepferde, danke. Ah, es sind jetzt keine Seepferde, sondern es sind Einhörner, auch keine Seeeinhörner, sondern es sind eigentlich Landtiere und die ins Meer treiben. Da wird es wahrscheinlich Sauerstoffmangel geben, Witterungseinflüsse und Temperaturen auch eher problematisch. Also muss man sagen, also der König Hagard hat das sicher nicht artgerecht gehalten. Ja? Tierquälerei eindeutig. Auch darf die Bewegungsfreiheit eines Tieres nicht eingeschränkt sein. Und zwar auch nicht so eingeschränkt sein, dass ein Tier dadurch leidet. Der König hat damit eindeutig, wäre er das Schloss und die Einhörner und das Meer in Österreich, wieder das ist ja wieder unsere Voraussetzung, die juristische Freiheit, würde er bestraft werden, und zwar nach dem Tierschutzgesetz, das ist eine verwaltungsrechtliche Strafe, da würde er jedenfalls mehrere tausend Euro zahlen. Und es könnte ihm natürlich auch die Haltung der Tiere verboten werden. Also da würde der Tierschutz kommen, die Polizei, die Behörden und würde ihm sämtliche Einhörner und übrigens auch den Roten Stier, den er wahrscheinlich auch nicht artgerecht hält, würde ihm die sofort abnehmen. Ja, also wir reden hier von einem Großeinsatz. Ja. Also wirklich, beim Stier muss man sich dann fragen, ist er domestiziert, dann könnte er vielleicht dann noch in dem ehemaligen Zirkus gehalten werden, aber das würde jetzt so weit führen. Ja. Das Ende der Geschichte ist dann das, dass das Einhorn, wie auch die ganzen anderen Einhörner, wieder zurück in die Welt kehren, das Einhorn wieder zurück in seinen immergrünen Garten, in seinen immergrünen Wald, aber trotzdem ihm etwas fehlt, weil es die Liebe es erst einmal kennengelernt hat und nicht dieses ätherische, transzendentale Wesen ist, sondern eben vermenschlicht ist. Diese Sache mag zwar psychologisch sehr interessant sein, ist aber rechtlich jetzt im Wesentlichen unerheblich eigentlich. Ja. Also irgendwie posttraumatische Stresssyndrom für Einhörner sind auch nicht sehr gut erforscht. Aber wie man sieht, ist es, dass das letzte Einhorn eigentlich sehr viel hergibt, nämlich für die Frage, wann ist jemand dem Gesetz unterliegend? Wie sieht das eigentlich aus bei Tieren? Unter welchen Umständen dürfen Tiere gehalten und gefangen werden? Und die wichtigste Frage ist, brauchen wir eigentlich nicht trotzdem irgendwann einmal einen Begriff für Fabelwesen? Für Fabelwesen. Für Fabelwesen, ganz wichtig. Und Außerirdische. Diese Sachen müssen wir uns stellen. Wir werden, sobald es Regelungen gibt, wieder ein Mucks-Video dazu machen. Wir halten sie quasi auf dem Laufenden. Aber bis dahin, danke für die Aufmerksamkeit und frohe Weihnachten.